Morrowsturm. Wir versuchen das 30 Millionen verkaufte Einheiten Achievement zu bekommen. Und dafür müssen wir unser aktuelles AAA Retail-Spiel, das sich in der Entwicklung befindet, 30 Millionen mal verkaufen. So, Kingslayer hat noch Lagerbestand. Unser Free-to-Play hat mittlerweile 10 Millionen aktive Spieler. 37 Millionen Downloads tatsächlich sogar. Oh, das Bitcher MMO müsste noch ein paar Mal hergestellt werden. Wir haben 600.000 Abonnements. Mach mal 50.000 maximal. Wobei, es gab nicht mal offene Bestellungen. Na gut, das Geld habe ich jetzt wohl in den Wind geblasen. Und nochmal zur Erinnerung, Colossus Ascension war ein Spiel... Oh, wir haben doppelte Serverkosten. Colossus Ascension war das erste Spiel, das eine 100% Bewertung bei uns bekommen hat. Entsprechend daher auch die ganzen Spielerlines. Wir könnten halt überlegen, ob wir... Ich meine, der Ansturm der Spieler hat ja jetzt aufgehört. Vielleicht sollte ich zumindest drei der Server wieder verkaufen. Und wir können ja überlegen, ob wir das Geschäftsmodell vielleicht doch so anpassen sollten, dass es auch kosmetische Items gibt. Weil das halt den Umsatz pro Spieler nochmal deutlich erhöht. Wir verlieren dadurch jetzt natürlich wahrscheinlich ein paar Spieler. Aber wir werden direkt so viel mehr verdienen. Spiel des Jahres war das Kingslayer Addon von Bitcher, genau. Oh, Morrowsturm ist fertig. Wir produzieren selbst für in 2 Wochen. Und wir bieten dieses Spiel jetzt verrückterweise direkt vom Launch für $19 an. Und der Grund, warum ich das mache, ist, dass ich glaube, dass dann die Chance am höchsten ist, dass ich auf diese 30 Millionen Verkäufe komme. So, wie wird die Bewertung? Ich bin gespannt. War jetzt leider kein so gutes Spiel. Also möglicherweise verkaufen wir es doch nicht so oft. Ja, mindestens 1 Million sollte ich wohl produzieren, wenn ich 30 Millionen verkaufen will. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber im Notfall können wir unseren Produktionsraum einfach... Ja... Das wird nötig sein. Größerer Produktionsraum. Deutlich größer. Produktion. Ich weiß nicht mal, ob das reichen wird. Ich meine, ich habe die Produktionskapazität damit halt nur verdoppelt. Das reicht nicht. Ich will ja, egal ob wir es jetzt mit diesem Spiel schaffen oder erst mit dem nächsten, ich will ja 30 Millionen verkaufen. Das muss man halt auch erstmal herstellen können. So, das sollte doch jetzt besser gehen. Dann ist da noch die Sache mit dem Lagerraum. Doch, der Lagerraum könnte groß genug sein. Und ihr stellt direkt wieder 1 Million her. So, 600.000 haben wir im ersten Monat verkauft und wir hatten 100.000 offene Bestellungen sogar. So, weitere 600.000, das ist also die Summe, die wir pro Monat herstellen müssen. Kann sein, dass es immer noch nicht genug Kapazitäten sind. Wir räumen diese Tür mal aus dem Weg. Machen den Produktionsraum noch größer. Puh.
Also, mein Gott, was ist das für ein Produktionsraum jetzt? Dann auch mal. Ich weiß nicht, ob die jetzt hinterherkommen werden. Ja, doch, sollte. Wir sollten so knapp hinterherkommen. Lagerbestand ist jetzt schon für das Wöchentliche zu wenig. Und nochmal 1 Million. Damit kommen wir auf 4 Millionen. Bitcher Kingslayer hat keine offenen Bestellungen. Also müssen wir da auch nichts herstellen. Millionen, das wird knapp. Ja, ich glaube irgendwie nicht mehr ganz an die 30 Millionen. Ich meine, wir verkaufen sehr viel, keine Frage. Aber das ist nicht 30 Millionen. Was ich aber machen kann, ist, dass ich mit dem Preis noch weiter runtergehe. Auf 14 fucking Dollar. Ich verdiene also nur 1 Dollar pro verkaufte Einheit. Es reicht noch nicht, oder? Ich glaube, es reicht noch nicht. Ich meine, wir sind auf 7 Millionen gekommen und wäre das Ziel 10 Millionen, dann würde ich sagen, das erreichen wir auf jeden Fall. Aber das Ziel sind 30 Millionen. Wie zur Hölle? Wie soll ich das jemals erreichen? Wie viele Abos haben wir eigentlich? 162.000. 162.000? Waren wir nicht auf 700.000? Okay, wir müssen von dem Bitcher MMO entweder weitere herstellen oder wir stellen ein komplett neues MMO her, bei dem wir dieses Mal versuchen, die 100% Wertung zu kriegen. Aber erstmal Team 1, Team 10 und Team 3 gehen hier rein und lernen Grafik. Ja, Morrowsturm hat jetzt nicht viel Geld eingebracht. Das lag natürlich daran, wie wir es verkauft haben. Weil wir auch für die 30 Millionen gepusht haben. Leider hat das mit den 30 Millionen auch nicht geklappt. Vielleicht braucht man dafür eine größere Fanbase. Warte mal, ihr habt das... WTF, sie haben mein MMO einfach eingestellt. Was? Das MMO hatte 160.000 aktive Subscriber, die jeden Monat mir fürs Nichtstun, keine Ahnung, so 1 Million oder 500.000 gegeben haben. Und die stellen das einfach gegen meinen Willen ein. Das ist ja sehr nett von ihnen. Ich möchte mal prüfen, ob wir vielleicht, um so hohe Verkaufszahlen zu bekommen, wie jetzt diese 30 Millionen auf ein normales AAA-Spiel, ob wir dafür einfach mehr Personal brauchen. Also mehr Fans, meine ich, sorry, mehr Fans brauchen. Und demnach mehr Personal in diesem Büro, das sich um den Fankürbis föhnt, dass den Fankürbis föhnt. Was? Nein! Dass sich um den Sven kümmert. Den Fans?
Wir kümmern uns um dich. Sven, komm her, Sven. Oh. Das ist echt mal Amaralins nennen. Hoffentlich geht's dem Fankürbis gut. Ich hoffe, es geht dem Fankürbis gut. Oh. Meine Fans sind Kürbisse. Entschuldigung. Erstmal wegkrebsen hier. 1, 10. Nee, warte. 10, 1, 4. Ihr macht Training zu Audio. Genau. Das da. Was soll? Übrigens, wir haben genug Geld, um uns mal einen Entwickler anzusehen. Zyrtec zum Beispiel, 25% der Aktien bekommen wir, den Rest nicht so sehr. Aktien sind schon nochmal ein ganz anderes Biest. Ruhika, ja, ihr habt so mittelmäßige Spiele anzubieten. Morrosturm, wir haben offene Morrosturm-Bestellungen, wie konnte das eigentlich passieren? Nicht vergessen, für jedes verkaufte Spiel kriegen wir fast einen Dollar. Vielleicht nochmal 100.000 und dann sind wir, denke ich, fertig. Wie gesagt, mit Morrosturm hätten wir jetzt theoretisch viel, viel mehr Geld verdienen können. So rein geldmäßig. Aber die Verkäufe waren halt das, was mir nicht gefallen hat dann. Wir müssen halt irgendwie mehr Verkäufe hinbekommen. Habe ich vielleicht jetzt Leute, die besser sind in Büroarbeit? Ja. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das mit den Fans funktioniert. Ich habe da wahrscheinlich jetzt auch Top-Grafiker und Nudisten drin sitzen. Nudisten, genau. Und einen Top-Grafiker und Soundmenschen drin sitzen. Mir ist auch egal, ob es Nudisten sind, solange der Sound gut ist, den sie machen. Egal mit welchem Instrument, schätze ich. Was? Was mache ich als nächstes? Haben gerade Morrosturm gemacht. Wie wär's, wenn wir... So ein MMO verkauft sich sehr, sehr lange. Ja, das bringt mir aber auch nichts. Was muss ich nochmal machen? Was sind nochmal meine 3 Ziele, die verbleiben? 30 Millionen Mal verkaufen, kaufe alle Entwickler und Ibims legendär, besitze mindestens 1 Milliarde Dollar. Wollen wir noch einen Free-to-Play-Titel machen? Wir können auch nochmal versuchen, ein 100% MMO hinzubekommen. Weil ich denke, ein 100% MMO wäre nochmal deutlich eine ganz andere Hausnummer. Unser altes Bitcher-MMO wurde ja jetzt vom Markt genommen. Was ich sehr, sehr schade finde. Aber wir können ja ein Mittelalter-Fantasy-Universum, ein Fantasy-MMO in einem anderen Universum machen. Gibt es vielleicht sogar eine Lizenz für ein anderes Universum? Space Jump ist eine Lizenz, die ich besitze. Ich habe davon schon so viele Spiele gemacht, aber warum nicht noch eins? Space Jump, das ist ein MMO, aber mit anderen Themen tatsächlich. Es ist wieder ein Rollenspiel, aber es spielt im Weltraum. Oh mein Gott, Samurais im Weltraum. Nein, Zeitreisen. Zeitreisen und Samurais. Eine Gruppe von Samurais entdeckt in einem Kometenmaterial, das sie zum Bau einer Zeitmaschine benutzen können, natürlich. Und logischerweise reisen sie dann in die Vergangenheit, um einfach mal zu gucken, wie günstig der Sprit damals war. Weil das ja das Hauptthema in der modernen Welt ist, irgendwie gefühlt. Und
dann passieren seltsame Dinge. Du bist ein Abenteurer aus dem Süden, der von jemandem erzählt bekommen hat, dass bald schreckliche Dinge passieren werden. Ja, mit dem monatlichen Abo-Preis weiß ich nicht. Ich kann ja mal live googeln, was eine gute Idee ist in diesem Spiel. Mad Games Tycoon Subprice. Hä? Da verstehe ich nicht. Subscription Price. Also der hier schreibt jemand in dem Forum, dass der Preis für einen Sub Subscriber Retention hilft, aber nicht den ursprünglichen Subscriptions. Also im Prinzip reduzieren wir die Subscriber, die wir pro Woche verlieren. Pro Monat. Okay. Wir reduzieren also die Anzahl an Subs, die wir pro Monat verlieren. Ist es vielleicht gar nicht so dumm, einfach mal zu gucken, was passiert, wenn wir denn einen geringen Preis haben. Wobei, wenn man den Preis einfach so gering machen könnte, dann gäbe es die Option. Also, wie soll ich sagen? Es muss ja auch einen Sinn machen, einen hohen Preis zu haben. Das kann ja nicht einfach. Wahrscheinlich ist es so gedacht, dass man den Preis mit der Zeit senkt. Ihn dann vielleicht sogar zu Release eines Add-ons wieder steigen lässt und ihn dann wieder senkt. Ich weiß es nicht. Ich bin's ratlos. Tatsächlich. So, Konsolenforschung geht weiter. Irgendwann stellen wir auch noch unsere eigene Konsole her. Genau, Space Jump Entwicklung läuft. Sehen wir den Release noch? Ich denke. La 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 la. Ascension hat immer noch 8 Millionen aktive Spieler und mittlerweile 270 Millionen Dollar eingebracht. Ich frag mich halt, wie viele Leute ich bei einer Änderung des Geschäftsmodells verlieren würde. Also wenn wir jetzt sagen, ihr könnt euch auch noch neue Charaktere und Klassen kaufen. Ich glaube, dann verliere ich schneller Leute. Krieg aber deutlich mehr In-App-Käufe. Oh mein Gott, die aktiven Spieler. Ja, wir nehmen das wieder raus. Die aktiven Spieler sinken echt schnell sonst. Ich würde vielleicht sogar noch was rausnehmen. Das für 2,4. Okay. Nee, wir verlieren trotzdem Spieler. Vielleicht muss ich einfach Marketing machen. Ich meine, dass wir früher oder später Spieler verlieren, ist ja klar. Jetzt haben wir nur noch 7 Millionen. Ja. Ich denke, so langsam wird das Spiel sterben. Hier stehen auch viel zu viele Server. Ich denke mal, wir können die Kapazitäten getrost auf 12 Millionen senken. Das Morrowsturm Remake hat 12 Dollar eingebracht und sich ungefähr 10 Mal verkauft. Also 12 Millionen Dollar eingebracht und sich etwa 10 Millionen Mal verkauft. Das wollte ich sagen. Na, wartet mal mit Space Jump.
So, wir haben jetzt, das wird jetzt ein MMO. Wir haben es auf $2 im Monat gesetzt, mit dem Risiko, dass das ein bisschen gering sein könnte. Und dadurch senken wir praktisch die Anzahl an Subscriptions, die wir monatlich verlieren werden. Mein $2 im Monat, da kann sich doch kein Mensch beschreiben. Da kann sich doch kein Mensch beschweren. Wir produzieren selbst in 2 Wochen für einen Gewinn von $6. Und das Spiel wird... Was ist das da? Warum ist das jetzt so? Hä? Warum kriege ich nur 90? Okay, das war ein Flop. Wow. Okay, das hatten wir noch nie. Vielleicht sind 100.000 auch schon zu viel. Vielleicht hätte ich nur 1.000 herstellen sollen. Jetzt haben wir 100.000, 99.000 zum Verkaufen gleich. Was zur Hölle? Okay, vielleicht war 100.000 doch okay. Oh ja, jetzt, genau jetzt, steigen natürlich die Preise für Server. Eine Million vielleicht herstellen? Ja, das sieht gut aus. Wir bleiben bei 100.000 Abos. Ah, wir sind hoch auf 400.000. 490.000 sogar. Ich bring mal direkt ein Add-on. Und ich hab keine Ahnung... To the Moon. Ich hab keine Ahnung, warum das andere so gefloppt ist. Also... Die Slider waren richtig, wir hatten ein gutes Konzept übernommen. Vielleicht wird unser Entwicklungsteam langsam zu klein. Ich habe keine Ahnung, nicht den blassesten Schimmer. Wir machen Marketing dafür. To the Moon, zack. Haben auf jeden Fall immer weniger Colossus-Spieler. Aber damit war ja sowieso zu rechnen. Das Spiel ist jetzt 3 Jahre alt oder so. 133 Wochen, ja, ungefähr 3 Jahre. Fast 3 Jahre. Hat uns 321 Millionen Dollars eingebracht. Eingebringert. Und wir haben mal wieder 762.000 Abonnements. Das müssen 1,4 Millionen pro Monat sein. Reicht das wortwörtlich? Reicht das, um die Serverkosten zu decken? Oh, wir müssen auf jeden Fall noch was herstellen. Ich denke, eine Million ist für ein MMO nicht schlecht. Hier kommt dann auch schon das Add-on. Was ein bisschen wenig Sinn macht, wenn das Hauptspiel noch produziert wird. Es wird wieder eine 92. Und das habe ich jetzt konsistent erreicht. Und es ist das Spiel des Jahres. Also so scheiße kann es dann ja doch nicht sein. Mal sehen, wie hoch, ob wir vielleicht das erste Mal auf über 1 Million Abonnements kommen. Mein Gott, wir haben 1,8 Millionen Abonnements. Was zur Hölle. Wir müssen To the Moon noch ein paar Mal herstellen. Sind das 1,8 Millionen? Stell Space Jump her. Puh.
La la la. Ja, 2 Millionen Abonnements. Okay, mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.